Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ich habe kürzlich eine Umfrage gestartet und habe die Frage gestellt, was dir, was euch am brennendsten am Herzen liegt derzeit, worauf du, worauf ihr gerne eine Antwort haben möchtet. Und da beginne ich jetzt eine kleine Videoserie zu starten, wo ich auf diese Fragen eingehen werde und ja, so meine Impulse, meine Anregungen da gerne mit dir, mit euch teile. Es wird einzelne Videosequenzen geben, damit diejenigen, die sich an dieser Umfrage auch beteiligt haben, schneller auch Antworten auf ihre Fragen finden und deshalb werde ich da nichts zusammenfassen und lieber kleinere Sequenzen machen, damit du dir da nicht ellenlange Videos anschauen musst und vielleicht ja Antworten auf eine Frage bekommst, die dich gerade nicht interessiert. Und das heutige Thema wird sein, wann wachen die Menschen endlich auf, wann begeben sie sich denn endlich mal auf der Suche zu ihrer göttlichen Natur, zu ihrem göttlichen Kern. Also meine Beobachtung dazu ist, dass derzeit so viele Menschen wie noch nie auf der Suche sind nach ihrem wahren göttlichen Kern und somit ja auch dabei sind, quasi aufzuwachen. Ich meine, mit dem Aufwachen ist im übertragenen Sinne ja gemeint und das ist natürlich auch meine Beobachtung, wenn ich so, ja, auch mal Menschen beobachte, wie sehr wir uns doch von unseren Glaubenssätzen leiten lassen, unsere Themen, die wir aus der Kinderstube mit uns tragen und die wir im Laufe des Erwachsenendaseins dann einfach auch wie Dateien in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben und uns da im Außen unsere Realität erschaffen. Das heißt, in der Richtung verhalten wir uns schon ein Stück weit wie hypnotisiert, laufen durch die Gegend, um es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Das Leben läuft an uns vorbei und schlimmstenfalls werden wir wach, wenn es denn schon so weit ist, dass wir den Körper hier verlassen, sprich sterben oder die Bewusstseinsstufe ändern, das ist für mich der bessere Ausdruck als sterben, weil ich einfach auch der Auffassung bin, es geht auch nach dem Verlassen des Körpers auf irgendeine Art und Weise weiter, aber das ist jetzt dann nochmal ein Thema für ein anderes Video. Und ja, und so wie hypnotisiert durch unser Leben schlängeln. Und mit dem Aufwachen ist für mich einfach auch gemeint, dass wir uns unserer wahren Größe, Macht und Stärke bewusst werden. Und das ist unser göttlicher Kern, denn alles ist auf eine gewisse Art und Weise auch mit allem verbunden. Wir Menschen empfinden uns natürlich eher als Individuum, aber dennoch sind wir ein Teil des Ganzen. Und wenn wir uns da auf den Weg machen, mal bei uns selbst anzufangen, uns um unsere blockierenden Denkmuster und Glaubenssätze kümmern und die wandeln, und zwar dahingehend wandeln, dass wir mal auch alles, was wir so an Glaubenssätze und Denkmuster in uns haben, auch mal in Frage stellen, ob das denn wirklich wahr ist oder ob es denn auch eine andere Realität sein könnte oder ob es denn auch eine andere Realität geben darf. Ich glaube, das ist der erste Schritt, aufzuwachen und dann damit auch nicht missionarisch unterwegs zu sein, wenn man selbst mit sich so die ersten Erfolge gefeiert hat, weil man selbst wacher geworden ist, bewusster geworden ist, gemerkt hat, auf welche wunderbare Art und Weise man sich auch sein Leben gestalten kann, dass es da noch viele andere Möglichkeiten gibt als das, was man bislang macht, in der Tretmühle, in der man sich bislang befindet, dass man da sehr wohl zu jedem Zeitpunkt auch aussteigen kann und sein Leben verändern kann. Damit dann weniger missionarisch unterwegs sein, sondern einfach für sich die Veränderung herbeiführen und dann werden ganz automatisch auch im Umfeld der ein oder andere auf einen zukommen. Hey, ich merke da Veränderungen bei dir, wie hast du das gemacht? Weil man wird auf eine andere Art und Weise auch attraktiver für sein Umfeld. Natürlich gibt es auch im Umfeld Menschen, die damit dann weniger umgehen können, aber auch
das ist in Ordnung. Und dann stellt sich natürlich für einen selbst nochmal die Frage, inwieweit möchte ich mich mit diesen Menschen einfach auch umgeben. Und man kann auch gleichzeitig beobachten, wenn man selbst wacher wird, sich mit Themen in sich beschäftigt hat, einiges an Glaubenssätzen umgewandelt hat und das Leben sich somit auch einfach wandelt, dass man automatisch auch ganz, ganz viele neue, liebe Menschen in seinem Umfeld begrüßen kann, mit denen man sich dann wiederum auf dieser Ebene austauschen kann. Also, alles in allem, wann machen wir Menschen endlich auf? Wann suchen wir nach unserer wahren Kraft und Größe und entdecken unseren göttlichen Kern? Meine Beobachtung ist, dass viele, viele Menschen derzeit dabei sind, zu sich selbst zu finden, auch sich dem Weg ihres Herzens zu öffnen. Und das geht einfach damit einher, dass man verborgene Denkmuster und Glaubenssätze in sich entdeckt und diese wandelt und ja, somit einfach vom unbewussten Schöpfer der Lebenswirklichkeit im Außen wird, die ja oftmals dann eben auch so ist, wie man sich vom Herzen das nicht wünscht, zum bewussten Schöpfer der eigenen Lebenswirklichkeit wird und sich da eben das Leben so gestalten kann, wie es dem Herzen entspricht. Und gleichzeitig, wenn ich aus dem Herzen heraus handle, kann ich auch niemand anderen verletzen. Das heißt, gleichzeitig geht es damit auch einher, dass ich zum Wohle aller handle und dass da auch viele andere angesteckt werden. Und ich so meinen kleinen Beitrag zu einem heilsameren Dasein hier auf Mutter Erde, auf diesem schönen Planeten, auf dem wir wohnen, der unser Haus ja quasi ist, beitragen und damit eben auch zu großen Veränderungen zum Wohle aller und eben auch zum Wohle von Mutter Erde beitragen können. Das sind meine Gedanken zu diesem Thema, wann wir aufwachen, wann wir unseren göttlichen Kern suchen. Viele, viele Menschen sind dabei, es werden immer mehr und wenn du vielleicht ganz zufällig auf das Video heute gestoßen bist, vielleicht fühlst du dich jetzt ja auch eingeladen, mal so mit dir selbst zu arbeiten und Themen und Glaubenssätze dir anzuschauen und diese zu wandeln und so zu einem bewussteren, freudvolleren Dasein hier auf Mutter Erde beizutragen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schick dir eine herzliche Umarmung. Deine Irmgard.